Nein, das ist so cool. Oh, was kommt da? Sonnenstern! Oh, das ist voll cool hier, einer dieser Abende. Yes! Hallo zusammen, herzlich willkommen von der Nordsee. Hinter mir zu sehen ist der Leuchtturm Ober-Eversand. Und wir sind hier natürlich zum Fotografieren. Langzeitbelichtung ist das Thema. Und zwar ist dieser Spot in dem Fotomagazin Zielfoto Norddeutschland. Der Ben Recke, der hat hier ein ganz fantastisches Foto gemacht und ich bin heute hier, um ihn zu toppen oder zumindest es ihn nachzumachen und auch so ein schönes Foto zu machen. Es könnte gut werden. Himmel sieht sehr vielversprechend aus. Es ist jetzt noch relativ dicht bewölkt, aber es soll gegen Abend auftun. Wir haben 2 Stunden bis Sonnenuntergang, also wir haben genug Zeit, es ist in Ruhe anzugucken und ein bisschen zu spielen und so weiter. Zwischendurch ins Auto zu gehen, aufzuwärmen, weil es doch recht windig ist. Also, auf geht's! Es ist windig. Es ist gar nicht so furchtbar kalt, aber es ist windig. Es ist kalt, weil es windig ist. Wir sind am Meer. Aber schön hier. Saubere Luft, Möwen. Wir gucken halt erstmal einmal so ein bisschen beide Richtungen, so ein bisschen Gefühl kriegen. Von wo sieht es gut aus? Ich habe natürlich ein Zielfoto im Kopf im Sinne von, das ist der Klassiker. Aber ich möchte natürlich auch irgendwie meine eigene Stelle, als wenn ich der zweite Mensch wäre, der hier ist. Ne? Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich individuell mit Wetter und so, wo will ich stehen. Ich weiß noch nicht, wo ich stehen will. So, ich mache erstmal TPE an. Guck mal einmal, wo bin ich denn überhaupt? Wo geht die Sonne nachher unter? Also sie ist jetzt da, sie geht nachher da hinten irgendwo unter. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sonnenuntergang ist 18.13 Uhr, 2 Stunden. Da ist jetzt der Turm. Tatsächlich ziemlich weit da, wo jetzt ist die Sonne. Die geht gar nicht mehr so weit rum. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite, ich will die Sonne natürlich mit drin haben. Das heißt, ich gehe auf die andere Seite von der Brücke. Weil es wird natürlich auch von hier gehen. Aber dann vielleicht eher morgens oder so. Also nicht heute, sondern andere Seite. Boah, ist kalt, verdammt. Ich habe nicht mit gerechnet. Ich war schon so im Frühling. Schon bewegt euch. Okay, was ich jetzt hier mache ist, ich habe jetzt die Sony A7 R3 mit dem Sigma 28-70 drauf auf 28 mm. Das ist genauso das, was ich haben will. Eigentlich 28 mm reicht gerade noch. Ich habe einen ND4000 Filter drauf. Das erste Mal, dass ich den benutze. Den habe ich ja schon von Roller immer zum Testen gekriegt, immer gesagt, brauche ich nicht, jetzt brauche ich ihn. Weil das Problem ist, auf der Treppe sind diverse Leute drauf und wenn ich sehr lange belichte, dann sind die auf dem Foto nachher unsichtbar. Dann muss ich nicht Fotostopp stempeln oder irgendwas. So, die sind einfach unsichtbar, weil die sich bewegen. Das Problem ist, die bewegen sich nicht. Die stehen da einfach und diskutieren. Mit dem ND4000 Filter auf Blende 13 kann ich jetzt eine Minute 10 belichten, damit ich korrekt belichtet. Wenn wir noch eine Stunde warten, es langsam dunkel wird, dann kann ich natürlich länger belichten. Oder ich packe noch einen ND1000 Filter drauf. Ich habe aber jetzt schon eine Vignette, weil ich im äußersten Weitwinkelbereich von dem Objektiv bin. Wenn ich mehr reinzoomen würde, könnte ich natürlich mehr Filter stacken. Das ist ein bisschen der Nachteil bei runden Filtern. Genau diese Situation halt. Aber ND4000 habe ich noch nie benutzt. Ist echt cool. Stop. Und jetzt mache ich halt mehrere Bilder, bis halt ich ein Bild habe, wo in einer Minute 15 sich alle ein bisschen bewegen und dann nicht auf der Treppe rumstehen. Was machen die denn da? Verstehe ich nicht. Stop. Nochmal. Löschen, Start. Jetzt kommt Bewegung. Jetzt bleibt die schon wieder stehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann derweil noch was sagen zu meinem Bildaufbau. Und zwar bin ich jetzt ungefähr auf Kopfhöhe. Und zwar deswegen, ich bin hier rumgelaufen, hier sind diverse Pfützen. Und ich habe eine Pfütze gesucht, wo man den Turm nochmal sieht, zumindest ein bisschen, halt möglichst viel halt. Wenn nachher die Flut reinkommt, dann habe ich mehr Pfützen wahrscheinlich, dann kann ich das noch besser machen. Und die Höhe muss ich halt jetzt so wählen, dass ich die Spitze von dem Leuchtturm in der Pfütze habe. Weil sonst ist es doof. Also deswegen genau diese Höhe. Und je nachdem, wenn die Pfütze sich verschiebt, dann würde ich halt auch höher oder runter gehen. Dazu kommt aber auch stürzende Linien. Ich möchte möglichst gerade die Kamera haben, damit ich eben den Turm nicht krumm und schief habe. Und das haut jetzt ungefähr ganz gut hin. Deswegen arbeite ich hier nicht Boden hoch, weil das habe ich ein Bild mit ganz viel Boden und ganz wenig Himmel. Und ich will ja vor allem den Himmel haben, weil der ist spannend im Moment.
So, das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt eine Minute, zwei Minuten belichtet und die Leute, sobald die Leute sich bewegen, sind sie nachher tatsächlich unsichtbar oder so ein bisschen als dunkler Schatten zu sehen. Aber mit mehreren Versuchen habe ich ein Bild, wo gerade keiner zu sehen ist tatsächlich. Also, ne? ND4000-Filter, eine Minute bis zwei Minuten reichen in dem Fall. Wir gehen jetzt ins Auto, wärmen uns noch mal ein bisschen auf und warten noch eine Stunde, bis es ein bisschen dramatischer wird hier. Die Sonne ist noch relativ hoch. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass der Himmel heute Abend so richtig explodiert. Wir hoffen, dass das Wasser, weil Flut ist im Kommen, dass das Wasser nicht ganz hier vorne ist, sondern halb hier vorne ist. Dass ich noch so ein paar Grasbüsche hier habe, Pfützen hier habe, mehr Wasser habe und dann die Spiegelung der Lampen in dem ganzen Wasserzeugs. Und dann wird es natürlich nachher zum Nachsonnenuntergang richtig schön hier. Ich bin sehr guter Dinge. Sehr gut. Heute klappt das. Mein Bild wird besser als das vom Regge. Das ist kein Wettbewerb. So, die Wolkenfront löst sich langsam so ein bisschen auf. Ich glaube, das kommt gut. Wir sind schön aufgewärmt. Standheizung hat sich so gelohnt, den Bus mit Standheizung zu nehmen. Warten noch ein paar Minuten, dass es dich noch ein bisschen spannender wird. Dann gehen wir wieder los. 75%, dass es richtig, richtig gut wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Weil es könnte natürlich auch wieder neu zuziehen. Kommt gut. Was ich jetzt mache ist, ich mache ein Hochkantbild in Richtung Turm und ich habe das Brückengeländer mit drin und ich habe eine Spiegelung von dem Turm in dem Brückengeländer so ein bisschen. Was jetzt das i-Tüpfelchen wäre, wenn ich es hinkriege, dass sich der Turm auch in dem Wasser spiegelt. Mit den Wellen geht das nicht, weil ich es jetzt nicht sehe. Ich probiere aber gerade mal aus, was passiert bei einer Langzeitbelichtung, 30 Sekunden, ob ich dann eine kleine Spiegelung hinkriege oder nicht. Da würde ich sogar noch länger belichten wollen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch mit den Wellen. Ja, eine Silhouette sehe ich von dem Turm, aber keine richtige Spiegelung. Das wird, glaube ich, nichts. So, ich glaube, das wird so halb gut. Und weil da gerade jetzt anfängt, der Himmel bunt zu werden, gehe ich lieber zu meinem Spot und mache das eine gute Bild, anstatt ein mäßiges und dann das Gute nicht zu haben. Also auf geht's, komm. Location-Wechsel. So, jetzt wird es langsam richtig schön. Ich bin jetzt auf 28 mm. Ich komme gerade langsam so ein bisschen an die Grenzen von dem, was ich machen kann, weil ich jetzt immer dichter ran muss, um die Spiegelung noch drin zu haben. Man sieht es ja, der Himmel wird jetzt richtig schön bunt. Also ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig gut. Ich habe jetzt zwei ND-Filter übereinander, den 4000er plus ein ND8, damit ich zwei Minuten lang belichten kann. Damit hier das sich bewegende Wasser mit den Wellen und so weiter, damit das richtig spiegelglatt ist. Jetzt habe ich gewechselt auf 16,35, jetzt bin ich auf 20 mm, weil der Himmel natürlich gewaltig ist und ich will mehr Himmel drauf haben. Ich habe wieder beide Filter drauf gemacht, das heißt, ich belichte wieder zweieinhalb Minuten, damit ich das Wasser richtig glatt kriege. Ich habe wirklich Zeitdruck jetzt natürlich, weil das Licht jetzt jeden Moment weg ist. Und aber ich habe schon ein cooles Bild habe ich schon, aber 20 wird besser. Ist voll cool hier. Warum waren wir noch nie hier? Ich habe schon mehrfach gesagt. Ja. Doch, ich habe schon ein paar Mal gesagt. War ich wieder zu faul? Egal. Guck mal, jetzt geht da oben auch noch die Farbattacke los. Ich muss auch noch mal auf den Auslöser drücken. Nicht so schneller. Naja, es geht nicht schneller. Oh Mann, da. Komm schon. Ja, das war's. Die Sonne geht jetzt unter.
Jetzt haben wir zu wenig Wolken, weil wenn hier mehr Wolken wären, dann würde das natürlich auch noch explodieren. Das ist jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr so. Aber wir bleiben hier stehen bis zur blauen Sonne. Ich weiß nicht, ob die Laternen angehen und so. Aber ich hoffe, dass da natürlich gleich ein paar Lichter angehen. Dann stehen wir hier zur blauen Sonne Stunde. Und dann wird es nochmal richtig schön. Und dann hoffe ich, dass da so ein paar Wolken wieder rüberkommen. Das habe ich wieder zu wenig. Ich jammer immer über Wolken. Ne? Ich bin so ein Jammerlappen da. Aber das war voll coole Stimmung. Ey. So eine der Stimmungen, die man dreimal im Jahr hat. Ne? Die Lampen sind an. Heute ist einer dieser Tage, wo einfach alles klappt. Yes! Und die Sonne, guck mal, die Sonne da unten. Komm nochmal durch, warte, ich mach noch ein Foto. So, Sonne ist weg, jetzt warten wir tatsächlich auf die blaue Stunde. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich hoffe, dass da ein paar Lichter an den Turm angehen, das weiß ich nicht. Die Straßenlaternen sind schon an. Und dann hätte ich so ein bisschen führende Linie mit den Straßenlaternen und dann halt den leuchtenden Turm in der blauen Stunde. Himmel noch ein bisschen Struktur und so. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schönes Bild. Das versuche ich quer und hochkant. Weil unser Top-Foto im Zielfotomagazin ist tatsächlich von Ben Regge in hochkant. Das hat er sehr, sehr schön gemacht. Das Problem wird ein bisschen sein, dass die Flut jetzt reinkommt. Und das Spannende ist eigentlich das Gras hier vorne. Und je höher das Wasser ist, desto weniger Gras. Es wird jetzt ein bisschen Wettlauf. Aber das ist noch so viel Gras. Ich glaube, das klappt. Und dann hat man nämlich so die extreme Höhen, weil das Problem ist ja immer ein bisschen, ich will ganz viel Landschaft zeigen, aber der ist der Turm klein. Und ich will den Turm zeigen, dann zeige ich wenig Landschaft. Also wie kriege ich diesen Kompromiss gelöst? Und in diesem Fall, weil der Turm hoch ist, ist hochkant, glaube ich, die bessere Wahl. So, was ich jetzt gemacht habe, ich bin super tief. Ich habe hier eine runde Pfütze. Und ich habe nämlich so gewählt, dass ich sehr weitwinklig bin, 20 mm. Der Turm spiegelt sich in dieser Pfütze. Dafür habe ich mich vor und zurück hoch runter bewegt, dass genau die Spitze mit drin ist. Sehr nah dran, näher dran an der Pfütze ist besser. Weil je näher dran, desto größer ist sie. Die ist klein. Die hat keinen Meter Durchmesser. Aber auf dem Foto sieht die sehr groß aus. Und dadurch sehr dramatisch. Die Landschaft ist viel dramatischer dadurch. Ich habe noch ein bisschen Wolken drin, der Turm sieht hoch aus. Also, ich glaube, mein Lieblingsfoto von heute Abend. Und der wichtige Punkt ist, ein Stativ zu haben, mit dem du hoch, und hier ist es halt jetzt tief, aber vorhin muss ich sehr hoch sein, also ein sehr flexibles Stativ haben, mit dem ich nicht auf Bodenhöhe, aber halt relativ tief runterkomme und dann genau darauf achten, wo ist die Pfütze, man sieht es ja live, ne? Oder mit dem Handy, wo ist die Pfütze so, dass der Turm dramatisch in der Pfütze aussieht, damit man sieht, das ist Absicht und nicht Zufall. Jetzt freue ich mich so richtig auf die Standheizung. Das war richtig cool, so ein richtig schöner Abend, so einer dieser Abende. Wir sind jetzt hier geblieben, bis es tatsächlich richtig dunkel ist. Ich habe, glaube ich, noch ein richtig schönes Foto gemacht mit dem Ultraweitwinkel. Ich glaube, das ist besser als vorhin. Aber so oder so, das war vor allem so ein richtig schöner Abend, weil jetzt auch irgendwie hergefahren, im Regen, strömenden Regen hergefahren und ein bisschen darauf gehofft, dass es auftut. Und es wurde dann immer heller, so peu à peu und es ist aufgegangen. Und richtig cool. Und wir sind um 9 zu Hause, also alles halb so wild. Ich hoffe, das war spannend hier, dass wir euch mitgenommen haben. Ober-Eversand, einer der Geheimtipps, jetzt kein Geheimtipp mehr, aus dem Zielfotomagazin. Und den Tipp habe ich von Ben Regge. Ich verlinke seinen Instagram-Account nochmal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.